Okay, durch, ja. Speichern. So, Leute, das war das Spiel. Wenn ihr denkt, das ist jetzt vorbei, nein, ich will das Intro nicht sehen. Spiel starten. Spiel fortsetzen, ja. Wir haben jetzt ein paar neue Missionen. Das war das Spiel. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ey, du willst mich doch gerade verarschen. Wo habe ich denn Punkte vergessen? Du willst mich doch gerade verarschen. Ja. Also, in den jeweiligen gibt es eine Story. Also, wenn man es vollständig macht, da kann man alles lesen. Und ich habe jetzt gerade. Ja. Ich glaube, das werde ich auch später vorlesen. Wenn ihr es wollt. Nächstes Ziel. Wir haben jetzt alles erledigt, alle Missionen gemacht. Außer eine. Das habe ich auch vor kurzem rausbekommen. Es gibt so gesagt eine Boss-Parade, die man ja machen kann. Typ ändern. S. Okay. Eine Bossparade, die man machen kann. Es gibt keine neuen Gegenstände, das weiß ich. Wo kann ich aber einfach eine, ja, kaufen? Nee, okay. Okay. Bossparade kann beginnen. Das ist der Punkt, an dem es wirklich schwierig wird, nicht wahr? Ich habe gegeben zu, dass du ganz schön anständig bist. Ja, das ist äußerst merkwürdig. Ich fühle mich fast, als ob ich mir wiedergeboren worden sei. Es ist merkwürdig, aber ich lebe schon seit 300 Jahren. Aber erst seit jetzt habe ich das Gefühl, dass jede Minute so je. Ah, okay. Ich hätte nichts anderes von meinem Sohn erwartet. War nur ein Witz, zumindest teilweise. Hier sind die Simulationen, die du derzeit machen kannst. Bosskampf, Teil 1. Möchtest du gegen einige mächtige Gegner antreten, die du gegen. Ja, gekämpft hast? Ich kann sie anhand der da gespräch ja, simulieren. Ja, will ich. Ich möchte, dass du gegen die stärksten Gegner kämpfst, denen du je begegnet bist. Lass uns ins Labor gehen. Ich frage mich, soll ich jetzt wirklich das alles vervollständigen? Also das Buch. Ich habe die Daten bis zum Zeitpunkt des Versiegelungs von Laris aus dem Dark extrahiert. Die Gegner kommen direkt nacheinander. Du kannst also zwischendurch kein Leben wiederherstellen. Solltest du dein ganzes Leben verlieren, ist das Experiment zu Ende. Verstanden? Ja, alles klar. Dann starte ich nun die Simulation. Oh. Okay, jetzt kommen ein paar Bosskämpfe. Mit diesem großen Schatten geht's los, also auf jeden Fall. Okay, los geht's. Ich will jetzt kein Leben verlieren, Mann. Krieg ich Erfahrungspunkte dafür? Das war ein Kinderspiel. Der nächste, bitte. Scheiße, ich krieg keine Erfahrungspunkte dafür. Na ja, sehen wir mal, wie viele Bosskämpfe ich in 5 Minuten schaffe. Gegen ihn werde ich jetzt ganz bestimmt nicht mehr verlieren. Wieso? Davor hast du auch nicht verloren. Das ist scheiße hier.
Oh, der will auf die harte Tour. Und stirb. Ich bin noch lange nicht am Ende. Los, weiter. Oh, nicht gegen diesen Insekt. Ja, komm her, Papa. Komm schon, du Käferfotze. Natürlich weiß ich noch, wie man gegen diesen Bastard kämpfen muss. Aber wieso ziehen meine Angriffe so wenig ab? Stirb mal. Habe ich die Hälfte schon? Nicht mal die Hälfte, okay. Ach komm, dieser Kampf ist lang wie... Ach komm, dein Giftkass. Ich glaube, ich lass mal meinen anderen Typ mal hier rein. Er soll Leben wiederherstellen. Du Homo. Ich sehe es gar nicht, dass er irgendwie Leben wiederherstellt. Das sieht man irgendwie gar nicht. Mann, komm. Und er ist tot. Gut, wer kommt als nächstes? Das frage ich mich auch. Ah, Gren hieß er. Ja, ja, stimmt, Gren. Auf einen Fernkampf. Hey. Oh, wie bin ich da jetzt ausgewichen? Das frage ich mich ganz ehrlich. Ist die gerade verarschen? Nicht die Mama, nicht die Mama, nicht die Mama. Miranja? Er sagt irgendwas mit Miranja, das höre ich doch. Und er ist tot.
Das müsste ungefähr die Halbzeit sein. Meinetwegen kann so weitergehen. Halbzeit? Also war es die Hälfte? Ah, jetzt kommt gegen Opera. Na, den Kampf habe ich immer gehasst. Aber ich habe keinen Bock gegen den Riesenfisch. Das wäre so ein beschissener Kampf. Opera ist also die nächste. Na gut, dann komm schon, du alte Hexe. Du alte, alte Hexe. Wie habe ich mich jetzt ertreffen lassen können? Was zur Hölle? Hä? Hat sie meine Gedanken gelesen oder was? Ich glaube, ich stelle mich gerade noch ein bisschen dämlich an. Komm, Leben wiederherstellen. Die Hälfte von ihr abgezogen. Boah, zur Hölle. Deswegen hasse ich die. Du weißt, wer der letzte Boss in diesem Teil ist. Es gibt zwei Bosskämpfe. Von der ersten Reihe mit Bruno noch. Ich kann fliegen, du aber nicht. Komm. Schwarze Hölle. Ach, jetzt 2 Minuten. Soll jetzt Bruno kommen. Allmählich wird es ganz schön schwierig. Weiter. Ach, nicht gegen den Beluga. Bei ihm muss ich auf der Hut sein. Ja. Würde ich auch sagen. Aufpassen. Fick dich doch. Ach, komm. Ich hoffe nur, dass ich nicht bei Beluga verliere. Willst du mich verarschen, du kleine Missgestalt? Und wir sehen uns das nächste Mal.